Yo, 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 hier ist euer Lord Titan alias Sven Duncan und ja. Jo, Leute, was soll man noch groß sagen? Diese Gesellschaft ist ein Großteil von Mördern, ne? Die über Leichen gehen. Ja, die Menschen kaputt treten, sie in Dreck liegen lassen. Und wenn sie dann sterben, diese Menschen, dann wird nur gesagt, jo, woran sind sie denn gestorben? Ja, dann wird dann irgendwas anderes reininterpretiert an die Todesursache von Menschen, die gestorben sind, unter anderem an die Boshaftigkeit dieser Gesellschaft. Ist leider so, ja. Ich meine, einige wachen auf, einige kriegen es mit. Andere schlafen weiter. Ja. Andere haben weiter die rosa-rote Brille auf und glauben, alles, was sie in den Medien durchgekaut kriegen. Na, ich oder ein paar andere Menschen. Wir sind seit Jahrzehnten aktiv und ja, stehen auch eben zu unserem Wort, zu unseren Aussagen. Und stehen eben auch dazu, dass es Probleme gibt und wir die auch ansprechen können. Was wir eben auch tun. Es gibt viele Probleme in der Gesellschaft und viel wird ja einfach über Bord oder unter den Teppich gekehrt. Ja, an Probleme, dass man sie gar nicht wahrnimmt oder darüber diskutiert, dass diese gar nicht Fakt sind, obwohl es die Wurzeln der Probleme sind. Ja. Ich meine, es wird noch richtig knallen, Leute. Es wird noch richtig knallen, ja. Weil es eure Schuld ist. Eure Schuld der Menschen in dieser Gesellschaft ist es, wenn es dann knallt. Ihr macht die Augen zu. Ihr macht die Ohren zu. Ihr verschließt euren Mund und scheint euer Gehirn abgeschaltet zu haben. So auf Durchlauf, ja, dass ihr nichts richtig wahrnehmt, ja, von der Gewalt, die steht in der Gesellschaft, von den ganzen Lügen, Hass, bis Diskriminierung, was ihr denn noch so teilweise an Gewalteinfluss, wenn Leute geschlagen werden oder so, als Mobbing darstellt, ja, was gar nichts mehr mit Mobbing zu tun hat, ja. Leute zu schlagen, zu treten oder mit Massen Leute zu verhetzen. Ja, das hat nichts mehr mit Mobbing zu tun, sondern das hat ganz klar eine Bedeutung. Das ist dann Verhetzen oder das ist dann Gewaltausübung gegen eine Person. Ja, und das hat nichts mehr mit reinem Mobbing zu tun, was ihr da an Scheiße labert, ja. Ich habe ein starkes Problem mit dieser Gesellschaft, dazu stehe ich auch, weil diese Gesellschaft eben asozial bis rechts ist. Ja, auch wenn die Leute das nicht wahrhaben wollen, auch wenn die Leute sagen wollen, oh, ich bin doch nicht rechts, ja, ich bin nicht rechts, aber oh, alles schön fein und sauber und ist doch alles schön und ihr habt's immer noch nicht begriffen, wie scheiße ihr seid. Ich kann, wie gesagt, ihr merkt es auch, ich kann nur noch über euch lachen, ja. Über euch kranken Vollidioten, weil das seid ihr für mich, ihr seid kranke Vollidioten, Idiotin besser gesagt. Ja, ich bin noch ein bisschen kaputt. Ja, eigentlich müsste ich jetzt schlafen. Aber ich kann irgendwie nicht. Ich kann irgendwie nicht die Ruhe finden. Deshalb mache ich dieses Video. Es ist einfach nur nochmal ein Statement von mir. Na, ich sage ihm klar, ich will mit den Menschen auskommen. Das Problem ist nur eben, die Menschen wollen nicht miteinander auskommen oder mit anderen oder mit anderes auskommen. Es hat nichts mit Hautfarbe zu tun. Na, schon lange nicht mehr. Es hat auch damals nichts mit Hautfarbe zu tun, als man die Afrikaner ja versklavt hat. Ja, nicht nur. Das waren auch nicht nur Deutsche, ja, sondern die Kolonisierung in Afrika, ja, das war ganz klar rechtsextremes Verhalten auch von
Frankreich, Amerika, Großbritannien und so weiter. Ich meine, ja, ihr könnt nicht immer nur sagen, irgendwo, es ist alles ein deutsches Problem oder sowas, oder immer gleich auf Nazis kommen. Das kriege ich auch immer wieder mit, das kotzt mich sowas von an. Ja, wenn ein Deutscher sich irgendwo beschwert oder sagt, hier können Sie mal Platz machen im Bus oder sowas, ja, dann steht ein Afrikaner mitten im Gang und sagt, ich gehe hier nicht weg, und sagt er nur, ihr seid voll die Nazis, ey. Oder scheiß Nazis oder irgendwas. Irgendwas mit Nazis. Warum? Weil wir weiße Hautfarbe haben oder was? Wollt ihr jetzt unsere weiße Hautfarbe diskriminieren, ihr Penner? Oder was? Geht doch wohl nicht mehr. Das ist doch lächerlich, was da abgeht, ey. Oh. Ja, ich bin total kaputt. Ich müsste eigentlich schlafen. Kann es wieder nicht. Hab ungefähr, was ich, eine halbe Stunde gepennt und bin wieder knallwach gewesen. Und ja, kann ihm nur sagen, dass ich dann, ja, mich entschlossen habe, ein bisschen Musik zu hören. Noch ein, zwei zu rauchen, dann mich eigentlich wieder hinzulegen. Aber dann kam ich so auf den Gedanken, dann kannst du auch noch mal ein Video machen. Ein Video eben darüber auch, dass diese Gesellschaft völlig verdreht ist. Ja. Ich meine, ihr müsst euch auch reinziehen, zum Beispiel. Ja, ihr sagt zum Beispiel, ja, das Recht oder so, das gibt's nicht mehr. Ja, ihr steht aber hier und unter anderem in Deutschland dann auf der Straße und seht in der Mitte, ja, in der Mitte seht ihr die Polizei und links und rechts, da seht ihr denn die Ausländer mit ihren Fahnen. Mullak, 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 wir sind die Besten, Mullak, Mullak, wir sind die Besten. Die Polizei steht dazwischen. Mullak, Mullak, wir sind die Besten, Mullak, Mullak, wir sind die Besten. Ist das noch irgendwo zivilisiert? Ist das sozial? Ist das irgendwo gebildet? Habt alle einen Arsch offen. Die Grünen auch. Und die Grünen haben sowieso einen Arsch offen. Das sage ich mal ganz klar hier. Ja. Nicht nur Frau Merkel, die hat einen gewaltigen Arsch offen, sondern auch die Grünen haben einen Arsch offen. Ja. Mit ihrer Einwanderungsliebhaberei. Ja, warum? Fakt ist doch einfach eigentlich, wir haben hier Probleme in Deutschland, die gelöst werden müssen, die angegangen werden müssen. Wir sind eine fortschrittliche Gesellschaft, ja. Andere Gesellschaften aus anderen Ländern sind halt nicht so fortschrittlich. Und wenn man die einfachen Massen hier reinlässt, dann wird es knallen, ja. Und das fängt schon an, im kleinen Rahmen. Ja, und wenn das Übermaß gewinnt, dieses Multikulti, was ihr macht, dieses Fremde reinlassen, dann müsst ihr auch gucken, was kommt damit rein. Radikales teilweise, Extremes. Ja, wo die Leute national bewusst, ja, für, was weiß ich, Türkei oder für Syrien oder für was weiß ich was, ja. Also national bewusst hier in Deutschland ihre Fahnen heben und gegen anderes angehen. Also nicht mal in ihrem eigenen Land, ja. Das ist das komplett Bescheuerte daran. Sie sind nicht mal in ihrem eigenen Land. Sagen, sie sind sowas von national bewusst, leben hier noch auf der Steuerzahlerkasse, ja, sozusagen, ja. Und haben eine dicke Lippe und machen eine große Welle von wegen, wir sind hier gegen Türken oder wir sind gegen Araber oder wir sind gegen Syrier oder wir sind gegen Kurden. Ja, oder die Kurden sagen, wir sind gegen Türken. Ja, dann sage ich, alles verdammt nochmal raus hier. Raus mit dem ganzen Scheißdreck. Ja. Ist eine Gesellschaft, die einfach nur lächerlich ist. Deutschland ist eine Heimat. Heimat von wem? Von den Deutschen. Ja, das hat nichts mit Rechtsradikalismus zu tun. Türkei ist auch eine Heimat. Von wem? Von den Türken. Syrien ist eine Heimat der Syrier. Ja. Ach, vergesst es doch. Ihr habt sowas von Arsch offen. Weißt du, wenn ich jetzt hier rede oder mich äußere, dann heißt es gleich Nazi oder Rechte. Dabei bin ich nicht recht, sondern ihr seid es. Ihr seid es, die in Massen wieder
rechtsradikal und aggressiv gegen meine Person denken und hetzen. Und ihr habt keine Sachlage. Ja. Ihr seht die ganzen Problematiken gar nicht, die da sind. Ja, ihr wollt sie auch gar nicht sehen. Ihr wollt eine rosarote Brille aufsetzen, wie gesagt. Wollt im Leben einfach nur ja, vor euch hin vegetieren. Ja, und wenn dann irgendwann eine Todesursache irgendwo für jemanden erklärt wird, die ein bisschen na, fragwürdig ist, dann ist immer nur das gegeben, was die Ärzte sagen oder was eben nicht der Masse widersprechen würde. Ja. Kann ja nicht, wenn jetzt ein Toter, was weiß ich, in der Wohnung gefunden wird, ja, der von der Gesellschaft total kaputt gemacht wurde und sowas, ja, der ausgegrenzt wurde, verhetzt wurde, diskriminiert wurde und sonst was alles, der kaputt gemacht wurde, bis er dann in seiner Wohnung starb, weil er vielleicht auch nichts mehr zu essen hatte, weil ihm das letzte Geld genommen wurde, ja. Nur mal angenommen, wenn er überhaupt in seiner Wohnung stirbt, ihn nicht auch noch weggenommen wurde, ja, dann guckt da keiner hin und vom Arzt wird einfach gesagt, der Typ ist verhungert. Na, die eigentliche Todesursache war aber, dass er ermordet wurde. Ermordet wurde von dieser Gesellschaft. Genauso wie Menschen, die auf der Straße leben. Ja. Teilweise. Ich sag nicht alle. Ja. Ich sag mal nicht alle, weil teilweise gibt es Menschen auf der Straße natürlich, die sagen, wir sind bewusst hier, wir haben kein Interesse an dieses System. Wir wollen dieses System auch nicht. Wir wollen auch keine finanzielle Unterstützung vom Amt und sowas. Sind aber nicht alle, ja. Es gibt auch eben Teile, die werden obdachlos gemacht, ja. Man muss sich das eben reinziehen. Ich wurde auch viermal obdachlos gemacht. Viermal obdachlos, ohne jede Rechtslage, ohne jede Begründung, gegen jedes Recht, was ich eigentlich habe, wurde mir die Wohnung genommen. Es interessiert keinen. Es interessiert die Polizei, es interessiert euch nicht, es interessiert auch dich nicht. Ja, es interessiert dich doch gar nicht, es interessiert dich doch ein Scheiß, weil du ein scheißrechtes, asoziales Arschloch bist. Ja? Da interessiert es dich nicht, was mit anderes ist oder mit anderen passiert. Ja? Hauptsache deinesgleiches ist irgendwo gut aufgehoben. Ja, rechte Scheiße. Das ist leider die Wahrheit. Ja, ihr wollt sie nicht hören, ihr wollt auch nicht, dass Kinder es hören. Deshalb versucht ihr auch alles schlecht zu machen, was ich oder andere eben sagen. Hier in Deutschland sind Probleme, die gegen unser Gesetz, gegen unsere Verfassung sind, die gegen unsere Rechtslage sind. Die Polizei schweigt dazu, während Menschen gegen jedes Recht auf die Straße geworfen werden, während Menschen hier gegen jedes Recht vergewaltigt worden, worden, aber auch werden, ermordet werden und etc. Ja, die Polizei schweigt dazu. Ja. Die Polizei schweigt zu wirklich großen Verbrechen. Verbrechen an der Menschlichkeit, Verbrechen an der Würde, Verbrechen an den Menschen. Ja, ich weiß, ich bin kaputt. Ja, ich werde das hier auch gleich noch hochladen. Ich lasse dieses Statement einfach da. Ich mache natürlich auch andere Sachen. Ich schalte natürlich auch ab und werde weiterhin auch andere Sachen verfolgen. Aber was klar sein sollte, ich werde immer auch das sehen, was passiert. Ich werde auch immer dazu Stellung nehmen, was passiert, ja. Und ihr könnt weiterhin die Augen verschließen, nur dann macht euch auch klar, ihr seid Teil des Problems, ihr seid rechte asoziale Scheiße, ihr seid nicht soziale Menschen, ihr seid keine menschlichen Menschen, ihr seid nicht für das soziale und menschliche Miteinander, sondern ihr stellt euch dagegen. Ihr lasst anderes und das eigene Volk teilweise, die eigenen Kinder sogar, lasst ihr verrecken, ja, und schaut dabei zu. Und dann fragt ihr euch nur, ja, wie konnte das dann passieren? Wie konnte denn jemand Amok laufen? Oder wie konnte denn jemand gewalttätig werden? Oder wie konnte jemand aus seiner Haut fahren? Ja. Weil ihr ihn oder sie oder es ein Leben lang nur tretet, Gewalt bringt, Hetze bringt, Vorurteile bringt, Diskriminierung bringt, wo wir gegen wir auch Gesetze haben. Ja. Und dann eben auch Gewalt in verschiedenen Formen.
Ihr schlagt nicht nur, ihr seid nicht nur verbal mit Gewalt, sondern auch noch psychisch mit Gewalt und unter anderem eben auch gegen jedes Gesetz, gegen jede Rechtslage, ja, nehmt ihr Leuten auch noch Sachen, ja. Mein Hab und Gut ist weg, mal dadurch. Ja, ich kam nach Hause, einfach Wohnungsschlüssel rausgetauscht und Unterlagen alles weg. Vom Amt. Ja, ich habe es in einem Video schon beschrieben, was los war. Ja, ganz am Anfang meiner Videoreihe. Es geht aber auch nicht nur um mich. Deshalb will ich jetzt hier auch nicht das Thema von meiner Seite her nochmal so mega hochwühlen, dass ich darüber jetzt detailliert nochmal drüber rede. Weil es geht nicht nur um mich, es geht darum, dass wirklich Menschen hier obdachlos werden, ihre Wohnung verlieren. Deutsche auch eben, eure Kinder, ja. Gegen jedes Rechts, gegen jede Grundlage, gegen jede, ja, Menschlichkeit, gegen jedes Verständnis, gegen jede Bildung, die wir haben, werden Menschen kaputt gemacht, sie werden auf der Straße gelassen, man lässt sie hungern, man lässt sie erfrieren, ja, und dann kommt eben ein anderer Aspekt dazu, der eben auch wichtig ist, dass eben jetzt diese Einwanderungs- und Asylpolitik ist, wo eben auch wieder gegen Gesetze verstoßen wird, ja, von Anfang an. Von Anfang an, dass Merkel die Türen aufgerissen hat und gesagt hat, sie lässt hier alles unkontrolliert rein, ohne zu kontrollieren, was hier reinkommt, ist eine Straftat von Frau Merkel. Sie hat ihren Eid gebrochen. Sie hat Deutschland Schaden zugefügt. Sie hat die Kriminelles reingelassen. Ist doch egal, wie viele. Es hat nichts damit zu tun, wie viel Prozent davon kriminell sind. Sie hat Kriminalität nach Deutschland reingelassen. Sie hat Gewalt nach Deutschland reingelassen. Es kam zu Vergewaltigung, es kam zu Gewalt, es kam zu Mord, es kam zu Messerstecherei und etc. Alles Mögliche, ja. Und das muss Frau Merkel auf ihre Kappe geben, weil sie es abgesegnet hat. Es kommt ja nicht alleine von Frau Merkel, wie gesagt. Und die Grünen, die Spinner kannst du auch vergessen, ja. Diese komischen, ja, sonst was da, die nichts in der Birne haben, ja. Ich bin froh, dass ich mich jetzt der linken Partei angeschlossen habe und links wähle. Ja. Auch wenn ich mit allen Kriterien nicht übereinstimme, was eben auch von links kommt. Links ist ja auch teilweise, dass da Leute sitzen, die diese Einwanderungspolitik voll unterstützen von Frau Merkel. Die auch sagen, wir müssen eigentlich alles aufmachen, alles hier reinlassen. Ne, am besten noch, jeder Mensch ist lieb und nett und freundlich. Ja, das ist Bullshit. Ja, das seid ihr nicht mal hier in Deutschland untereinander. Und deshalb sage ich es nochmal ganz klar hier, ja. Klären wir erstmal die Sachen hier in Deutschland, die wir haben, dass wir uns wieder an Gesetze halten, dass wir uns an Richtlinien halten, dass wir uns an soziale Rechte und soziale Richtlinien halten und dass wir hier wieder humaner, menschlicher miteinander leben können. Ja, dass hier auch erstmal dem deutschen Volk, dem eigenen Volk in der Heimat geholfen wird. Es unterstützt wird, dass es nicht auf der Straße verhungert oder erfrieren muss auf der Straße. Dass es nicht sterben muss zu Hause oder Amok laufen muss oder Suizid sich umbringen muss oder keine Ahnung, ja, was es nicht alles gibt. Psychische Probleme nehmen auch immer mehr zu, das muss euch auch klar sein. Ja, in dieser Gesellschaft, die so krank ist, die so kaputt ist, die so, ja, versaut ist, dreckig ist, ja, rechts und asozial eben, gibt es immer mehr Menschen, die an ihre Grenzen kommen, die scheitern, die eben in verschiedensten Formen, das ist es eben, ihr könnt nicht gleich sagen, das ist ein psychisch Kranker oder so, sondern psychische Erkrankungen, ja, gibt es eine ganze Bandbreite an verschiedenen Symptomen und auch Verhaltensarten, die diese Patienten dann haben, ja. Und nicht alles, was gleich anders ist oder belastet ist, eingeschränkt ist, ist gleich psychisch krank. Ja, das mache ich auch nur klar, weil ich sage es hier auch nochmal in dem Video, wie ich es auch schon immer gesagt habe, ich bin auch nicht psychisch krank. Ja, ich habe meine Einschränkungen, eben durch eine Überreizung im Gehirn, durch eben zu viel Gewalt, die ich im Leben erfahren habe. Und mir man zu viel angetan hat. Ja. Wie gesagt, mein Leben hat man mir kaputt gemacht, ja, aus dieser Gesellschaft. Normalerweise, wenn ich die Kraft hätte, müsste ich Bremen dafür verklagen oder eben auch Deutschland. Was hier gegen jedes Recht, gegen jedes Gesetz gegen mich gemacht wurde. Das halte ich hier auch fest. Normalerweise hat
Deutschland und eben auch Bremen speziell, hier meine Heimat, hat gegen Gesetze verstoßen. Die Leute von Amt, die Leute von der Politik aus, die unter anderem auch gegen mich agiert haben, die Leute auch aus den normalen Verhältnissen der Gesellschaft, die blind gegen mich agiert haben, mit rechter asozialer Verhaltensform, nur weil man anders ist, weil sie anderes nicht akzeptieren können. Ja, und da hat es nicht mit der Hautfarbe zu tun. Das ist scheißegal, ob jemand schwarz ist, weiß ist, ob jemand aus Türkei kommt, ob jemand aus Syrien kommt, ob jemand aus sonst woher kommt, ja, oder aus Afrika oder sowas. Leute, es geht um Verhalten. Es geht um menschliches Verhalten, soziales Verhalten, dass wir eben auch gewährleisten können, dass wir menschlich und sozial miteinander umgehen können. Ja, dass wir uns auch an Gesetze halten, dass wir uns auch an Richtlinien halten. Und das wurde eben bei mir auch immer wieder gebeugt, gebrochen und übergangen. Ja, die Polizei konnte gar nichts mehr sagen. Die Polizei kann auch heute nichts mehr sagen. Auch nicht dazu, dass ich mich äußere. Weil ich habe das Recht auf diese Freiheit. Ja, und das ist die Wahrheit. Ja, überleg doch mal, warum kann ich hier immer wieder das anprangern und auch sagen? Ja, es ist die Wahrheit. Ja. Es ist nicht einfach ein Hirngespinst oder sonst was, sondern es gibt auch Belege dazu. Es gibt ja auch Belege bei der Polizei dazu mit Anzeigen und etc. Ja, was an Schwachsinn kam. Ja. Ich habe es in meinen vorigen Videos auch gesagt und ich habe einen Hals, der ist bis hier, glaube ich, ja. Weil diese Gesellschaft, die ist unterste Sau. Ja, und daran müssen wir erstmal arbeiten, dass wir wieder in Deutschland eine soziale, humane, menschliche Gesellschaft haben, die auch wieder soziale Bildung hochhält, soziale Werte hochhält, eben auf die man auch stolz sein kann, dass wir hier eine Vielfalt auch haben und schützen. Eben auch, dass wir anderes auch als Individuum, als Einzelform schützen und nicht hier ein Massenaufbringen gegen Einzelnes gewährleisten und durchlassen, als wenn die Masse etwas sagt, dann hat sie recht. Dann könnt ihr auch gleich sagen, die Nazis hatten damals recht, waren ja auch eine Masse. Ja. So, ich beende das Video jetzt, ja. Ich bin auch nicht, wie gesagt, hier völlig am Ausflippen oder sowas. Könnte ich normalerweise nach der ganzen Gewalt, die ich in meinem Leben durch habe, ich habe alle Gewaltformen durch, gegen meine Person gerichtet, könnte ich normalerweise Amok laufen, ja. Könnte ich normalerweise durchdrehen, könnte ich normalerweise sozusagen meine Ehre verteidigen, meine Würde und könnte Rache üben. Das alles liegt mir aber fern, weil ich eben ein sozialer Mensch bin und mir auch die sozialen Werte hochhalte. Ja, weil ich eben auch eigentlich ein umgänglicher Typ bin. Menschen kommen durchaus klar mit mir und ich auch durchaus klar mit Menschen aller Art. Das sage ich hier auch nochmal, ja, weil viele immer sagen, ich sei rechts oder ich sei Nazi. Ich komme mit sehr vielen Ausländern auch gut klar. Egal, ob es ein Türken sind, Syrier oder wo sie herkommen. Oder eben auch Afrikaner. Ja, ich habe auch durchaus Austausch mit ihnen im normalen Bereich, wenn sie bereit sind, eben auch normal zu reden. Da kann man auch sogar über den Islam reden oder über den Koran oder sonst was. Ja. Aber wenn nur Scheiße kommt, nur Scheiße von euch kommt, nur Scheiße und Gewalt und Hass und Vorurteile, Diskriminierung und dieser ganze Rotz, den ihr gebt, ja, dann wundert euch doch nicht, dass ich nur noch den hier habe. Dicken, fetten Mittel, ja, dicken, fett ist er nicht, aber ein Mittelfinger. Ja, ein Mittelfinger für die ganze scheiß fucking Gesellschaft. Ja, hier, wuscht, kriegt zwei. Zwei Mittelfinger für die ganze scheiß Gesellschaft. Ah. Ich habe mir meinen Humor auch nicht nehmen lassen. Ja, ich kann auch über vieles immer noch lachen, was eigentlich radikal ist. Ja, weil es einfach zu bescheuert und zu banal ist, dass diese Gesellschaft das mitmacht, die Augen verschließt und nicht wirklich hinhören will und auch nichts aussagen will. Dass die Leute immer noch nicht verstehen, dass sie eigentlich verarscht werden. Dass dieser ganze Trouble um ein bisschen Geld mehr oder ein bisschen Geld weniger, ja, das ist Bullshit, weil die, die richtig Keys haben, ja, also richtig Money haben, ja, und mit Drogen und Waffen Scheiße ihre Finanzierung hochhalten, ja. Eben auch teilweise im illegalen und kriminellen Bereich, ja. Da haben wir als normale Leute mit 2.000, 3.000 gar nichts mit zu tun, ja. Also redet nicht immer davon, von 2.000, 3.000 haben oder sowas. Das ist lächerlich in dem Satz zu dem, was es an Geldern gibt, die fließen.
Das ist eben auch wieder asozial. Ja, es gibt viele Bereiche und die Wurzel eben ist das Verhalten, ist das Asoziale, ist das Radikale, das Rechte. Das sind die Wurzel der Probleme. Ja, weil wir müssen das Soziale halten in der Erde. Das ist unsere Mutter Erde, die uns Soziales gibt, die uns Menschlichkeit gibt, die uns Wohlstand gibt. Dann kommt eben das Asoziale, wächst daraus wie Unkraut, ja, aus seinen Wurzeln. Und das gibt dann nur Hass, Kriminalität, Waffengewalt und alles Mögliche gegen anderes, gegeneinander. Gegen Menschen, die anders sind, gegen Menschen, die anders denken. Ja. Und das kriegt man auch mit, auch eben in der Öffentlichkeit, auch in der Zensur, wie untergesagt bei Facebook. Bei Facebook bin ich wieder gesperrt, nur weil ich die Wahrheit sage. Weil ich eben sage, Rechtsextremismus oder rechtes Verhalten hat ganz klar nichts mit Deutschen zu tun. Das gibt es in jedem Land. Ja. Und ich kann auch ganz klar eben als Deutscher sagen, der hier in seiner Heimat lebt, wenn wir hier Menschen reinlassen, dann doch bitte mit Kontrolle. Ja. Und wenn diese Leute nicht nachweisen können, wo sie herkommen und dass man nachgucken kann, wie sie als Mensch sind, ja, wenn man da keinen Profiler hinsetzt. Was man immer machen kann, einen Profiler hinsetzen, der sich ein Profilbild erstellt von den Menschen, mit denen er da spricht. Na? Dann sollten diese Leute nicht hier reingelassen werden. Und da sage ich es auch nochmal hier für alle, die es noch nicht mitbekommen haben. Mein gutes Beispiel mit dem eigenen Haus. Wenn ich ein Haus habe mit Kindern drin, ja, oder kommen wildfremde Menschen, mache ich die Tür auf und lasse diese Menschen alleine, also ohne dass ich dabei bin, alleine in das Haus rein. Und sage, geht rein und da sind meine Kinderchen drinne. Ich kenne diese Leute gar nicht. Ja. Ich weiß gar nicht, was ich da reinlasse. Aber genau das haben Frau Merkel, die Grünen gemacht, ja, teilweise auch eben unterstützt von den Linken aus meiner Partei. Ja. Aber ich bin auch Linker und ich stehe absolut dagegen, dass man einfach willkürlich alles reinlässt und gar nicht kontrolliert, ob da gewalttätige Menschen oder eben auch andere Kriminalitäten mit bei sind, die sich hier in Deutschland dann einmischen. Ja. Asoziales Rechtes gehört nicht in Deutschland, nicht in eine soziale Demokratie und asoziales und Rechtes gehört auch nicht in ein soziales Netzwerk. Ja. Weil das Asoziale und Rechte stellt sich gegen das Soziale, gegen das Menschliche miteinander. Ja. Das müsst ihr endlich mal begreifen, das müsst ihr endlich mal kapieren. Und dann müsst ihr auch mal eine Stellung dazu beziehen. Und wenn ihr auch gerade sagt, ihr seid soziale Menschen, dann müsst ihr erstmal eine Stellung dazu beziehen und euch sozial verhalten und auch Soziales fördern. Jupp, das ist meine Meinung. Euer Lord Titan alias Sven Duncan. Bis zum nächsten Mal und Peace.